Die Kunst, Entscheidungen zu treffen und die Psychologie der Wahl. So lautet ein Seminar bei Yoga Vidya, wo es darum geht, wie kannst du Entscheidungen gut treffen? Ich selbst gebe dieses Seminar nicht. Ich weiß auch nicht genau, was dort unterrichtet wird, außer dass ich weiß, das Seminar ist immer eingebunden in Yogastunden, Meditationen, Mantra singen, in einer wunderschönen Umgebung, in der Natur und so weiter. Aber das Thema ist ein wichtiges für jeden Menschen, die Kunst, Entscheidungen zu treffen, die Psychologie der Wahl. Wir haben heute viele Freiheiten, der Lebensweg ist für uns nicht vorgegeben, es gilt immer wieder Entscheidungen zu treffen. Und im Yoga versuchen wir, die Entscheidungen spirituell zu treffen. Dort braucht es zum einen bestimmte Kriterien, wir brauchen bestimmte Ziele vor dem Hintergrund der Entscheidungen. Und zunächst einmal braucht es Werte, es braucht Ziele und es braucht eine Ethik. Wenn du also vor einer Entscheidung stehst, zunächst einmal sei dir bewusst, mindestens von meinem Standpunkt aus, das Ziel des Lebens ist die Gottverwirklichung. Wir sind hier, um Gott zu verwirklichen. Wir sind hier, zur Erleuchtung zu gelangen. Und wann immer du vor einer Entscheidung stehst, kannst du überlegen, welche dieser Alternativen führt mich eher auf meinem Weg zur Gottverwirklichung weiter. Dann das Zweite wäre auch, hast du übergeordnete Ziele? Wenn du zum Beispiel das übergeordnete Ziel hast, ein größeres Yoga-Zentrum irgendwann zu haben, dann kannst du überlegen, vor diesem höheren Ziel, was wäre dafür geeignet? Also Entscheidungen treffen vor übergeordneten Zielen. Das nächste ist natürlich auch Werte. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, kannst du überlegen, welche der Alternativen entspricht den Werten, die ich habe. Werte ähnlich ist auch die Ethik. Im Yoga kennen wir zum Beispiel die Prinzipien von Ahimsa, Satya, Asteya, Aparigraha und Brahmacharya. Das heißt, nicht verletzen, es heißt wahrhaftig sein, nicht betrügen und nehmen, was dir nicht gehört, Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens und Unbestechlichkeit. Wenn irgendeine der beiden Alternativen gegen diese Prinzipien verstößt, dann wähle sie nicht. Aber das sind die ethischen Prinzipien, aber eben von Werten kann eben auch sein, Ökologie, Werte können sein, Gutes tun für andere Menschen, Werte kann sein, nicht mehr zu nehmen, als du brauchst. Und wenn du all das hast, dann weißt du vielleicht immer noch nicht, was du zu tun hast oder es gibt ethische Konflikte. Dann würden wir im Yoga sagen, bete. Bitte darum, das Richtige zu finden. Halte inne und richte dich an die Tiefe deines Selbst und bitte um innere Führung. Oder wenn du einen spirituellen Meister hast, dann bitte ihn geistig, bitte führe mich. Oder wende dich direkt an Gott. Du kannst jeden Morgen und jeden Abend bitten, dass du gut geführt werden mögest. Und so kannst du Führung bekommen. Und dann, wenn du irgendwo einen Impuls hast, dann schlafe mindestens eine Nacht darüber und bringe diesen Impuls Gott da und sage, oh Gott, ich glaube, das wäre das Richtige. Aber falls es nicht das Richtige ist, dann lass es mich spüren bis übermorgen um 8 Uhr. Da sind einige Aspekte der Kunst, Entscheidungen zu treffen. Aber es gibt noch sehr viel mehr, insbesondere die Psychologie der Wahl. Das bezieht ja auch einige Erkenntnisse der modernen Psychologie mit ein. All das erfährst du in diesem Seminar. Das Seminar findest du übrigens auf unserer Internetseite yoga-vidya.de/seminar. Und wenn es dieses Seminar nicht mehr geben sollte, wenn du diesen Vortrag hörst, denn wenn es mal im Internet ist, steht es ja auch eine längere Zeit drin, dann kannst du trotzdem schauen nach Entscheidung. In diesem Seminar yoga-vidya.de/seminar kannst du eingeben Entscheidung. Wir werden vermutlich immer irgendwelche Seminare haben, wo du Impulse bekommst, wie du Entscheidungen spirituell treffen kannst.